grüßt euch. Ich bin zurück mit der Waffenquest. Für die Waffe keine Zeit für Erklärungen. Wir haben uns ja schon für die Sleepers den Kultgeist abgeholt aus der Mission Paradox, welche eine Daily ist. Wer das noch nicht getan hat, der muss leider auf die Mission noch einmal warten. Habt ihr diesen Kultgeist, gebt ihr den bei Future Walk halt ab. Der Fraktion müsst ihr euch dann anschließen, ein paar Fraktionspunkte dort sammeln, dann bekommt ihr auch schon die erste Mission, die da lautet, einen Vex-Minotaur zu killen, den Kern von ihm aufzuheben und zu zerlegen. Ich bin jetzt hier auf der Venus und suche ihn. Da unten steht er auch schon rum, ist der ganz große, der da gerade verschwunden ist. Hier vorne ist er. Wir beschleunigen die Sache hier mal ein bisschen. Da habe ich auch schon meinen Kern bekommen. Den kann ich gleich zerschmettern. Und ich werde dann noch einmal mit dem Kriegskult sprechen. Und wie gesagt, einmal zerschmettern und wieder zurück zum Turm. Nächste Quest-Step. How can I help you? Excellent choice. Until we meet again. Für den nächsten Schritt brauchen wir erstmal ein paar Leute für die gläserne Kammer. Die Aufgabe ist, das Auge von Artion zu holen und ebenfalls zu zerschmettern. So, jetzt sind wir hier schon zu sechst. Wir fliegen mal los zu Artion. Der dürfte ja eigentlich kein Problem sein bei dem Lichtlevel. Und da liegt er auch schon, dann können wir mal rübergehen. Da ist auch schon mal das Auge. So, wir freuen uns hier mal eine Runde. Ich glaube, alle haben hier das bekommen, was sie wollten. Da ist es ja, einmal zerschmettern. Und wieder zurück zum Turm. Ja, Lakshmi freut sich und ich bekomme hier die nächste Quest-Step. Und zwar gehe ich jetzt zur Erde. Dort befindet sich die Mission Shadows at Twilight. Wir suchen dort eine Kiste. Ich fliege mal kurz rüber. Hier gehen wir von Licht zu Licht, damit es nicht gleich dunkel wird. Sonst umhüllt uns gleich die Dunkelheit und wir sterben hier. Also ein bisschen suchen. Die Kiste kann irgendwo stehen. Manchmal habt ihr Glück, dass sie gleich vorne steht. Ich habe es jetzt auch zufällig gefunden hier. Schnell aufmachen, sonst werde ich blind. Und das war's auch schon. Wieder die Mission einmal abgeben. Sie gibt uns den nächsten Schritt für die Mission. Und zwar gehen wir jetzt auf den Mars. Ich zeige euch das einmal hier.
Hier haben wir den Groundskeeper, den wir unbedingt töten müssen. Beziehungsweise eher ich. Zurzeit meine Quest-Step. Die da vorne stehen, die helfen mir gerade. Der ist schon ziemlich hart, also man muss alle Gegner, die hier drumherum rennen, Minotauren auch kleine, killen, damit er wütend wird und vorne auftaucht. Wir reisen ein letztes Mal zum Turm und beenden unsere Quest hier. Wir sind nämlich fertig. Hier ist die Waffe auch schon mal. Ich habe sie bisher noch nicht ausprobiert, aber vielen Dank, Lakshmi. Viel Erfolg bei der Quest und vielleicht, wenn es euch gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Ciao.